beste Ware. Beste Ware. Was geht? Was geht? Piep, piep. Wir beide, wir beide. Das fünfte, das fünfte. Ich mach dich platt, Digga. Dich platt, Digga. Jetzt nehm ich mit Pete in dieser Runde vor, er kommt mit krassen Feature. Dabei sieht der kleine Hundesohn schon aus wie Justin Bieber. Hey, du hast es auch recht nötig, dir die Hilfe zu holen. Denn bei dir lügen Scheider, Missgeburt ist alles geklont. Digga, kommst du aus Polen und bist nach Deutschland gezogen. Bei dir wird alles geklaut, du Beiter, kauf dir mal einen Duden. Aber das geht ja gar nicht, dafür musst du Wichser ja lesen können. Also bleiben wir beim Wesentlichen, du hässlicher Dreikäso. Bei diesem Hof, da wärst du echt ne große Nummer. Peinlich war, ich brauch dich nicht mal klein machen, du passt locker in den Schweinedamm. Am Ende des Jahres ist dann die Zeitung damit voll. Hey, schon wieder eine Schweinepest, vielen Dank, du kleiner Troll. Auf der nächsten Seite lese ich dann den Wetterbericht. Gleich in der ersten Zeile steht, dass du ein Bettnässer bist. Ich hab dich besser gedisst, dir in die Fresse gewichst. Und pass mal auf, dass du hier nicht auch noch mein Messer abkriegst. Jetzt kann die Jury wieder sagen, ich hab kein Gegnerbezug. Weil sich die Jury auch nie einen meiner Gegner anguckt. Aber bei dir wird das wohl anders sein, du gehörst ja dazu. Mit deiner Fresse passt du auch gut in diese hässliche Crew. Kleine Fotze hier mit da, so ein auf wichtig. Im Bremerhaven ist die kleine Nutte nur ein Pückstück. Das zeigt doch allen hier, dass du wirklich nur ein Wicht bist. Wunder dich nicht, Kasper, wenn ich dich bald auf den Strich schick. Fick dich, Bitch, Mann, süßes oder saures. Ich lach mich echt kaputt, wenn du als Joker aus dem Haus gehst. Der letzte im Oktober und du scheißt sie in die Hose. Aber hier bei diesem Battle machst du dick ein auf Poser. Guck mich mit meinem Alter, dann bin ich halt 35. Frag deine Mama mal, die weiß, dass ich heiß bin. Das war ich schon mit 15 und du bist einfach nur Scheiße, also fang nicht an, deine Texte mit meinen zu vergleichen. Du kommst mit so viel Feature, hast du Angst, sie zu verlieren. Aber dadurch weiß ich mittlerweile alles von dir. Und ich hab's mir auch gespart, dich zu analysieren. Lieber setz ich mich ins Auto und fahr bis vor deiner Tür. Jetzt kann die Jury wieder sagen, ich hab kein Gegnerbezug. Weil sich die Jury auch nie einen meiner Gegner anguckt. Aber bei dir wird das wohl anders sein, du hörst ja dazu. Mit deiner Fresse passt du gut in diese hässliche Crew. Jetzt kann die Jury wieder sagen, ich hab kein Gegnerbezug. Weil sich die Jury auch nie einen meiner Gegner anguckt. Aber bei dir wird das wohl anders sein, du hörst ja dazu. Mit deiner Fresse passt du gut in diese hässliche Crew. Merkst sie da so hammelt, bei dir wird kräftig gefickt. Ey, die Picture, der sieht aus wie Rams, ist ein Fertiggericht. Gegen mich, kleiner Mann, da musst du schon allein was reißen. Also streng dich an und komm mir nicht mit so einem Haufen Scheiß. Hab schon so oft gefickt, mit den Bitches füll ich ein Brust. Du hattest gestern nach dem Bett deinen ersten Samenerguss. Dabei denk ich beim Ficken schon an die nächste, die da sitzt. Während du nur denkst, oh nein, ich hab mich wieder bepisst. Und wenn ich durch die Straßen wandere, wirklich wie ein Frau-Magnet. Jo, und du so mit der Hand am Mann und kriegst dafür noch Knete. Bei mir zeigen Bitches Titten, mein Gesetz. So ohne. Die einzigen Nippel, die du benutzt, sind an deiner Spielkonsole. Ich seh öfters Kitzler in mein Leben als der Anton Brocken. Du hast nur eine gesehen und die gehörte deiner Mutter. Bist ne Opferwurst und bleibst es, bis dir der Schädel zerplatzt. Mann, du da so Klon, hast dir im Video echt die Zähne geputzt. Jetzt kann die Jury wieder sagen, ich hab kein Gegnerbezug. Weil sich die Jury auch nie einen meiner Gegner anguckt. Aber bei dir wird das wohl anders sein, du gehörst ja dazu. Mit deiner Fresse passt du gut in diese hässliche Crew. Jetzt kann die Jury wieder sagen, ich hab kein Gegnerbezug. Weil sich die Jury auch nie einen meiner Gegner anguckt. Aber bei dir wird das wohl anders sein, du gehörst ja dazu. Mit deiner Fresse passt du gut in diese hässliche Crew. Mir ist egal, wie alt du bist, es wird dich nicht von mir beschützen. Denn auch wenn ich dich nicht feier, du schießt hier mit mir im Fünftel. Das hat auch seine Gründe, lass mich dir das kurz erklären. Die anderen waren echt scheiße und du hast dazugelernt. Aber hier ist für dich Ende, Ausschluss und vorbei. Das erste Mal ein Gegner, der dir Komaschell verteilt. Bring halt gegen jeden gerade mal so viel, dass es reicht. Wenn ich jedem zeigen würde, was ich kann, das wäre falsch. Und natürlich hast du dich in jeder Runde auch verbessert, weil deine Gegner ist auf Boden, aber meine waren
waren halt schlechter. Hab gedacht, das ist ein Witz, dass ich hier nur wichtig krieg. Aber hörtest du mich lachen? Nein, weil es sich witzig ist. Es hat mich echt dazu gebracht, an diesem Battle zu zweifeln. Wollt ihr mich alle verarschen? Es gibt nur zwei, der Rest ist scheiß. Das ist auch der einzige Grund, warum ich mich nicht vergesse. Ich will mich im Finale unbedingt mit diesen beiden messen. Jetzt kann die Jury wieder sagen, ich hab keinen Gegnerbezug, weil sich die Jury auch nie einen meiner Gegner anguckt. Aber bei dir wird das wohl anders sein, du hörst ja dazu. Mit deiner Fresse passt du auch gut in diese hässliche Crew. Jetzt kann die Jury wieder sagen, ich hab keinen Gegnerbezug, weil sich die Jury auch nie einen meiner Gegner anguckt. Aber bei dir wird das wohl anders sein, du hörst ja dazu. Mit deiner Fresse passt du auch gut in diese hässliche Crew.